Wir sind auf Fischfang-Expedition. Unsere Reise führt uns flussaufwärts nach Süden zu den Urwaldflüssen am oberen Orinoco. Dabei passieren wir den Cerro Yapacana, einen der kleineren Tafelberge Venezuelas. Meist ist er von dichten Wolken umgeben, doch heute haben wir Glück und können seinen Anblick in ganzer Schönheit genießen. Spätestens bei Sonnenuntergang sollte man ein geeignetes Nachtlager gefunden haben. Das ist aber während der Trockenzeit kein Problem. Die niedrigen Wasserstände haben genügend Sandbänke freigelegt. In den Tropen ist die Dämmerung nur kurz und fast übergangslos erwacht der neue Tag. Die Luft ist noch kühl und Nebelschwaden ziehen über den Fluss. Getreu der Devise, der frühe Vogel fängt den Wurm, sind auch wir schon zeitig auf den Beinen und bald auch wieder mit unseren Booten unterwegs. Die Stunden der Fahrt lassen allen an Bord genügend Zeit, ihren ganz eigenen Gedanken nachzugehen und dabei die Erlebnisse des Vortages einzuordnen. Besonders gut in Erinnerung bleiben dabei vor allem die unerwarteten Überraschungen. Die Begegnung mit einer Anaconda gehört mit Sicherheit dazu. Immer weiter nach Süden geht unsere Reise. In abgelegenen Buchten haben dann die Angelprofis unseres Teams Gelegenheit zum Beutemachen. Nicht immer kann diese Gelegenheit aber auch genutzt werden. Umso erfreulicher ist dann ein nicht ganz alltäglicher Fang. Ein Rotflossen-Antennenwels konnte Michaels Köder nicht widerstehen. Vom langen Drill erschöpft, lässt er sich fast widerstandslos an Land befördern.
Dass Michael den prächtigen Fisch nach der fotografischen Dokumentation wieder in sein Element entlässt, ruft zwar lautstarke Proteste unseres venezolanischen Koches hervor, ist für ihn aber eine Selbstverständlichkeit. Wir haben einen ruhigen Altarm des Flusses angesteuert, um unser Zugnetz auszuwerfen. Schon die große Anzahl von Wasservögeln lässt einen reichen Fischbestand vermuten. Es sind vor allem Reiher, Kormorane und Schlangenhalsvögel, die sich durch unsere Anwesenheit gestört fühlen und nun in langen Schwärmen an uns vorbeiziehen. Adam, du kannst ein Stück nach da gehen. Wir sind sehr gespannt und voller Erwartungen. Was wird sich wohl im Fangsack unseres Netzes befinden? Hydrocynus gibbus. Nun, diese Frage ist bald beantwortet. Es sind Fische, die in ihrer Körperform ein wenig an die großen Wolfssalmler des Hauptflusses erinnern. Trotz ihrer geringen Größe besitzen sie ein respektables Gebiss. Ein Elongatus. Ein Ei. Welcher großer? Den du fotografieren wolltest. Matthäus? Nee, der hatte nur Dreck drauf. So ein Blatt. Auch sie bekommen nach einem kurzen Fotoshooting wieder ihre Freiheit zurück. Je weiter man dem Lauf des Orinoco nach Süden folgt, desto größer wird der Abstand zwischen den Indianerdörfern. Hier leben nur wenige Menschen. Dafür begegnet man immer öfter anderen Bewohnern des Flusses. Brillenkaimane verbringen die Mittagsstunden gern bei einem ausgiebigen Sonnenbad auf den erhitzten Sandbänken. Die tiefen Bereiche in Flussmitte sind das Revier der riesigen Raubwälse Südamerikas. Mit etwas Glück hat man hier noch die Möglichkeit zu einem wirklich außergewöhnlichen Fang. Brachyplatystoma filamentosum, so die wissenschaftliche Bezeichnung dieser Art, gehört zu den größten Fischarten Amazoniens. Ausgewachsene Exemplare erreichen Körperlängen von über 3 Metern und ein Gewicht von 180 Kilogramm. Dieser hier ist sozusagen noch ein jugendlicher Wildfang und im Vollbesitz seiner Kräfte. Von der vorübergehenden Einschränkung seiner Bewegungsfreiheit durch unsere Aufdringlichkeit zeigt sich dieser Räuber völlig unbeeindruckt.
como 30, 40 kilos. Kilo de pescado bien bueno. De las mejores pesitas que hay en el río. Welche Mengen von Fischen ist diesem gewaltigen Maul wohl schon zum Opfer gefallen? Und wie viele könnten es in den kommenden Jahren noch werden? Eine Frage, die wohl unbeantwortet bleiben muss. Wir geben dem Kleinen gern seine Freiheit zurück und er verschwindet auf Nimmerwiedersehen in den Fluten. Er ist wieder zu Hause im Reich der Fische.